Moinzen und damit recht herzlich willkommen zurück. Du machst ja erstmal Genick frei, Digga. Ja, hör doch mal auf mit deinem Digga. Ein Kunde. Jo, wir haben jetzt die Quack in die anderen. Was heißt gerettet? Wir haben der geholfen. Die ist ganz glücklich, dass sie jetzt erstmal nicht mehr belästigt wird. Die wird bestimmt wieder weiter belästigt und so. Ist das nun mal, ne? Wenn man zu einem Migrantenvolk gehört, dann ist alles gegenüber misstrauisch. Ein Baum, noch mehr Bäume, Passanten. Naja. Der berühmte Altox-Rassismus. Ja, moin! Was kann ich für Sie tun? Ihre Expeditionen sind für mich vermutlich zu harmlos. Harmlos? Ein Mensch wird doch kaum mit einem wilden Baron fertig, von einem Shether ganz zu schweigen. Für wen halten Sie sich? Nun, mein Name ist Shepard und... Die Shepard, die Saren Atarius zur Strecke gebracht hat? Oh, Sie kennen mich. Bei den Geistern. Shepard in meinem Laden. Ich kann Sie wohl nicht dazu überreden, eine Werbebotschaft für mein Geschäft aufzunehmen? Doch, natürlich. Gibt's dafür einen Rabatt? Einen Rabatt? Ich benenne auf Wunsch sogar meinen Erstgeborenen nach Ihnen. Können wir es gleich aufnehmen? Einfach in meine Konsole reinsprechen. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Diese Werbung hat kein anderes Waffengeschäft. Das stimmt, aber andere Geschäfte haben sie auch. Was ist denn hier los? Geht das Ding nicht mehr oder was? Panzerung? Panzerung können wir mitgehen lassen. Ja, das Präzision zu mir auch. Muss dann erstmal gucken, was mit dem Headset los ist. Das dürfte eine Nebenaufnahme sein. Oh. Irgendwie hat das gerade echt Probleme, das Rotzding. Das macht mich nicht so glücklich. Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Die Story basiert auf der turianischen Mythologie, aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spiele haben. Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Beim Kauf eines neuen werden dann 2 Credits angerechnet. Ich glaube, hier gibt's Party. Yeah. Was darf sein? Irgendetwas Interessantes gehört, was hier so abgeht? Ich sehe Ihre Drinks. Wenn Sie wissen wollen, was abgeht, schalten Sie die Nachrichten ein. Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen mich das immer wieder fragen. Weil die Menschen mit Barkeeper sowas gewöhnt sind. Ich will das Stärkste, das Sie haben. Kein Problem. Aber bitte ohne Gift. Es ist grün? Und haut sie garantiert um. Außer sie haben Dextro-DNS wie ich. Dann sind sie ganz tot. Noch etwas? Momentan will ich nichts. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich's anders überlegen. Yeah, dancen. Oh ja. Shepard, krasse. Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fische gibt?
Das werde ich oft gefragt. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten? Das sind Wasserspeicher, nur für das Präsidium, getrennt von den Vorratstanks in den Bezirken. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt, und das ist die Leia Sanasis Geschenkboutique. Wenn ich mir ein Glas Wasser einschenke, ist das dann dasselbe Zeug, in das die Touristen ihren Müll reinwerfen? Nein, es wird vorher aufbereitet. Wenn Bakterien von Salarianern oder Menschen drin wären, könnten Turianer oder Quarianer daran sterben. Alles wäre viel einfacher, wenn wir alle die gleiche DNS hätten. Aber nein, das Universum steht ja auf Abwechslung. Ja, das wäre so langweilig. Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fische gibt? Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische... Wo ist dieser? Beim Markt unter der Bar. Die Leia verkauft Aquarien, weil Fische die größten Haustiere sind, für die die meisten Stationsbewohner eine Genehmigung bekommen. Danke für Ihre Hilfe. Kein. Wenn Sie mal oben im Präsidium sind, sehen Sie sich die Leia. Lass dich nicht stören. Das ist ein kleiner... Boah, die Mucke ist laut, ey. So. Oh Gott, nein. Die Leute wollen ihre Geschichte hören, Shepard. Die Leute wollen gar nichts. Die wollen, dass ich sie in Ruhe lasse. Naja, dann gehen wir mal zurück. Kurz Zeit für die Presse, Shepard. Kalisa Benzinan Al-Jilani, Westerlund News. Ich habe sie vor 2 Jahren interviewt, als sie Inspektor wurden. Sie haben sich vor der Kamera gut präsentiert. Haben Sie eine Minute Zeit? Damit Sie mich wieder in den Dreck ziehen können? Aber Shepard, Ihnen mögen meine Methoden nicht gefallen, aber wir stehen auf derselben Seite. Sie sind zurück. Sie sind eine Nachricht. Ich will nur Ihre Geschichte hören. Du hast Haarausfall. Es heißt, Sie wären während der Schlacht um die Citadel im Herzen des Präsidiums gewesen. Man kann sagen, der Ablauf des Kampfes hing von Ihren Worten ab. Demnach haben Sie Admiral Hackett gesagt, er soll die Destiny Ascension unterstützen, was Hunderte von Menschenleben gekostet und die weitere Herrschaft des Citadel-Rats gesichert hat. Die Turianer haben 20 Kreuzer verloren, jeder mit 300 Mann Crew an Bord. Auf der Ascension, das von uns gerettete Asari-Schlachtschiff, waren fast 10.000. Aber die Verluste der Menschen... Die Allianz hat 8 Kreuzer verloren. Shenyang, Emden, Jakarta, Cairo, Seoul, Cape Town, Warsaw, Madrid. Ja, ich erinnere mich an alle. Jeder in der 5. Flotte ist ein Held. Die Allianz schuldet ihnen allen Orden und der Rat schuldet ihnen noch viel mehr. Und sie auch. Commander Shepard, erster menschlicher Spectre. Heldin der Schlacht um die Citadel. Video prüfen. Haben wir's? Na toll, in meiner eigenen Show bloßgestellt. Aha! So, wir müssen eigentlich mal aufs Präsidium, ne? Gut ist? Allianz Causa. Die Schlachten sind ziemlich realistisch, aber es macht trotzdem Spaß. Und es lässt sich auf einem Universalwerkzeug installieren. Schade, dass es hier noch nicht die Universalklinge gibt, ja. Weißt du? Die hat übelst Laune gemacht bei der 3. Jetzt gehen wir mal schnell zu denen. Was wollen Sie? Warum interessieren Sie sich so brennend für Fische aus dem Präsidium? Weil es dekadent ist. Einen Fisch aus dem Präsidium zu essen, das wäre so, als ob man Shaira vögelt. Wie geht's? Asari sind doch so glitschig. Wo willst du dich denn da ordentlich festhalten? Ich habe mit einem der Hausmeister des Präsidiums gesprochen. Er hat gesagt, in den Seen dort gibt es keine Fische.
Was? Habe ich doch gesagt. Wozu denn das viele Wasser, wenn man darin nichts Essbares unterbringt? Ich verstehe diese Aliens wirklich nicht. Danke, dass Sie es ihm gesagt haben. Er hat den ganzen Tag von nichts anderem geredet. Er war ganz schön leise unterwegs, ne? Wow. Was sind wir eigentlich? Ich glaube, hier müssen wir hin. Ach hier, alles klar, das sind alles klar. Es ist so, als würde man schon hier Aber dass man hier nicht mehr rumlaufen kann. Dieses Treffen wäre produktiver, wenn Odina sich anschließen würde. Mein Berater ist nicht verfügbar. Als Ratsherr bin ich die Stimme der Menschheit und der Allianz. Anderson! Shepard wird in Kürze... Oh, Commander. Wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Es ist lange her, Anderson. Ich hoffe, die vergangenen Jahre waren gut zu Ihnen. Es gab ein paar Stolpersteine. Es ist gut, dass Sie wieder da sind. Wir haben viele Gerüchte über Ihre unerwartete Rückkehr gehört. Einige davon sind beunruhigend. Wir haben dieses Treffen einberufen, damit Sie Ihre Vorgehensweise erklären können, Shepard. Das sind wir Ihnen schuldig. Schließlich haben Sie bei der Schlacht gegen Saren und seine Geth unser Leben gerettet. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in ihren Terminus-System. Und schlimmer noch, wir glauben, dass sie für die Reaper arbeiten. Die Terminus-Systeme liegen außerhalb unserer Zuständigkeit. Und das wussten Ihre Kolonisten, als sie den Ratssektor verließen. Sie übersehen dabei ein wichtiges Detail, Ratsherr. Die Reaper sind darin verwickelt. Ja, natürlich, die Reaper. Jene unsterbliche Spezies intelligenter Raumschiffe, die angeblich in den Tiefen des Raums lauert. Wir haben diesen Ansatz zurückgewiesen. Shepard. Außer Ihnen hat niemand das Hologramm auf Ilos gesehen, das Ihnen die Wahrheit über die Reaper verraten hat. Och, meine Kameraden. Nur Sie und Ihre Crew haben jemals mit der Sovereign gesprochen. Ich glaube Ihnen, aber ohne Beweise aus anderen Quellen werden die anderen weiterhin denken, dass Saren hinter den Angriffen der Geth gesteckt hat. Warte mal Mass Effect 3 ab, ja. Dann werdet ihr schon sehen. Saren war ein organisches Wesen. Die Geth hätten ihn niemals als Anführer akzeptiert. Sie sind ihm nur gefolgt, weil er für die Sovereign gearbeitet hat. Saren war ein faszinierendes und charismatisches Individuum. Er hat die Geth davon überzeugt, dass die Reaper real sind. Genau wie er sie davon überzeugt hat. Es gehörte zu seinem Plan, die Citadel anzugreifen. Die Reaper sind lediglich ein Mythos, den sie beharrlich ins Feld führen. Wir glauben, dass sie das glauben. Aber deshalb muss es noch lange nicht wahr sein. Warte mal Mass Effect 3 ab, dann wisst ihr ganz genau was. Ne, so. Gehen Sie zurück nach Ilos und reden Sie mit Vigil. Oder sehen Sie sich die Überreste der Sovereign an. Die Technologie ist der unseren ganz offensichtlich überlegen. Das Hologramm auf Ilos funktioniert nicht mehr und wir haben keine Indizien dafür gefunden, dass die Sovereign kein Werk der Geth war. Die Geth sind zu beeindruckenden technischen Errungenschaften fähig. Vermutlich hat Saren sie genau deshalb rekrutiert. Diese Reaper-Theorie belegt nur, wie angeschlagen ihr Geisteszustand ist. Sie wurden manipuliert. Von Cerberus und davor von Saren. Alles klar, Digga. Ich habe Saren davon abgehalten, die Citadel zu erobern. Ich habe Menschenleben geopfert, um diesen Rat zu retten. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage, Shepard. Sie arbeiten für Cerberus, einen erklärten Feind des Rats. Das ist Verrat, ein Kapitalverbrechen. Das geht zu weit. Shepard ist eine Heldin. Als Mitglied dieses Rats werde ich diese Schönfärberei nicht länger dulden. Vielleicht gibt es einen Kompromiss. Keine öffentliche Anerkennung angesichts Ihrer Kontakte, aber etwas Unterstützung am Rande. Shepard, wenn Sie sich bedeckt halten und Ihr Operationsgebiet auf die Terminus-Systeme beschränken, bietet Ihnen der Rat die Wiedereinstellung als Spectre an. Was soll das heißen? Muss ich dann anfangen, Berichte einzureichen? Das wird nicht nötig sein. Wir wollen damit nur unseren guten Willen unter Beweis stellen. Wir können uns nicht an einer Untersuchung der verschwundenen Kolonien in den Terminus-Systemen beteiligen. Aber als Zeichen unserer persönlichen Wertschätzung würden wir sie wieder als Spectre einstellen. Sind ja nur Menschen.
Ich nehme Ihr Angebot an. Es ist gut, den Rat auf meiner Seite zu wissen. Ja. Viel Glück bei Ihren Nachforschungen, Shepard. Wir hoffen auf eine rasche Lösung und auf ein baldiges Ende Ihrer Verbindung mit Cerberus. Na, das lief doch besser als erwartet. Ihnen ist natürlich klar, dass das Angebot des Rats rein symbolisch ist. Unternommen wird gar nichts. Auch wenn Sie nicht helfen, empfiehlt es sich doch, sich weiterhin gut mit Ihnen zu stellen. Wohl wahr. Machen Sie sich keine Sorge um den Rat oder die Allianz. Ich finde schon einen Weg, Ihnen den Rücken freizuhalten. Das dürfte kein Problem sein, solange Sie in den Terminus-Systemen bleiben. Bester Mann. Anderson, Mann. Wir müssen reden. Ach, der ist Shepard, was machen Sie denn hier? Wollte ich umbringen. Kurze Stippvisite, um zu sehen, wie es Anderson geht. Sie müssen mich nicht decken. Ich habe Shepard eingeladen, mit dem Rat zu sprechen. Wir haben unser Treffen soeben beendet. Sie haben was? Ratsherr, haben Sie schon mal den Begriff politischer Selbstmord gehört? Der Rat hat meinen Status als Spectre wieder aktiviert. Sie sind zufrieden, wenn ich in den Terminus-Systemen bleibe. Ja, dieses Arrangement könnte in der Tat beiden Seiten zum Vorteil gereichen. Aber Sie hätten so einen Schritt wirklich nicht unternehmen sollen, ohne vorher mit mir Rücksprache zu halten, Ratsherr. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Odina. Warum gehen Sie nicht in Ihr Büro und denken darüber mal eine Weile nach? Natürlich, Ratsherr. Ach, der schönen Tag noch Ihnen beiden. Tut mir leid. Tut mir leid. Odina hat nie verkraftet, dass ich den Sitz im Rat bekommen habe und nicht er. Manchmal muss ich ihn eben zurechtweisen. Ach, Anderson. Odina macht nur seine Arbeit. Wohl wahr. Er ist durchaus nützlich. Und wenn auf der Citadel etwas erledigt werden muss, weiß er genau, an wen man sich dafür wenden muss. Außerdem nimmt er mit Wonne all die offiziellen diplomatischen Pflichten wahr, für die ich gar keine Zeit hätte. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Der Sitz im Rat ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern, richtig? So sieht's aus. Wie lange hat es nach der Schlacht gedauert, hier alles wieder zum Laufen zu bringen? Wir sind noch mittendrin. Die Handelszentren und die am dichtesten bevölkerten Bezirke sind fertig. Aber mit der völligen Wiederherstellung ist erst in rund 5 Jahren zu rechnen. Zu hinten das Portal? Aber die Keeper überraschen uns immer wieder. Als ob unsere Reparaturen sie stören würden. Wir stellen irgendein hässliches neues Teil auf und ein paar Tage später haben sie es wunderbar verschönert und integriert. Für schwere Bauvorhaben sind sie eigentlich gar nicht gedacht. Und ich habe keine Ahnung, woher sie die Ressourcen nehmen. Aber ohne sie würden wir niemals fertig werden. Mein letzter Stand ist, dass wir immer noch Widerstandsnester bekämpfen. Hier und dort. Aber die sind zunehmend schlechter organisiert. Krieg kann man das schon lange nicht mehr nennen. Es ist eher eine Aufräumaktion. Ich würde sie noch nicht völlig vernachlässigen, aber relevante Verluste haben wir schon seit Monaten nicht mehr. Wenn ein ziviles Schiff ein Nest entdeckt, schicken wir eine Einheit und heben es aus. Sie sind für uns keine Schreckgestalten mehr, so wie früher. Was ist nach der Zerstörung der Normandy aus Gunnery Chief Williams geworden? Operations Chief Williams ist noch immer bei der Allianz, aber sie hat eine Sondermission. Streng geheim. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht, solange sie mit Cerberus zusammenarbeiten. Tut mir leid. Naja, das ist halt so. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Man kann Cerberus nicht trauen. Ach, guck dir es an. Hier unten sind wir rumgerannt. Weißt du, was das Traurige ist? Dass wir hier nicht mehr runter können. Spielt eine Shaira. Ist ja traurig, dass du da nicht mehr runter kannst, ey. Mann. Ist ja total wunderbar größer.
Ebene 27 Docks, 28, boah, wir waren jetzt schon überall, ne? Noch links. Geben Sie mir bitte Ihr Passwort, Commander Shepard. Schluss mit dem Mist. Schweigen ist Gold. Schön, Sie endlich kennenzulernen, Commander Shepard. Kazumi Goto. Ich bin ein Fan. Hat Cerberus Sie über die Mission informiert? Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass Sie nicht früher zu mir gekommen sind. Vermutlich meine Schuld, weil ich so schwer zu finden bin. Was soll das mit dem Passwort und der Heimlichtuerei? Sind Sie in Schwierigkeiten oder so? Ich bin der beste Dieb der Branche, aber nicht der bekannteste. Ich muss vorsichtig sein, damit es so bleibt. Außerdem musste ich sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Sie sind wirklich Commander Shepard. Was hat Sie zu Cerberus gebracht? Das ist eine lange Geschichte. Kurzfassung, Sie haben mich gesucht, also habe ich Sie beschattet, um den Grund dafür herauszufinden. Es stellte sich heraus, dass Sie jemanden suchen, der sich Ihnen für eine wichtige Mission anschließt. Und für die Verpflichtung haben Sie einen ordentlichen Bonus angeboten. Jo. Es gibt da etwas, wobei ich Hilfe brauche. Und so kam der Deal zustande. Und jetzt sind wir hier. Alles klar. Ich nehme an, ich sollte etwas mehr über diesen Deal wissen. Oh ja, das wurde vermutlich bisher lediglich vergessen. Ich suche nach der Greybox meines früheren Partners. Ein Mann namens Donovan Hock hat sie genommen. Und ich habe vor, sie zurückzuholen. Wenn Cerberus Ihnen das zugesagt hat, dann erledigen wir das auch. Es wird bestimmt lustig. Und mit etwas Glück müssen Sie nicht mal Ihre Waffe ziehen. Enormity. Wir sollten das Ganze beenden. Sie sehen albern aus, wie Sie da rumstehen und mit einer Werbung reden. Wir sehen uns an Bord. Ganz leicht Assassin's Creed, ne? So, jetzt gehen wir zum Moment. Schön bin ich, auch ich eigentlich. Dass du halt dort nicht wirklich mehr rumrennen kannst. Das halt. War mal größer, die Citadel. Frage ist, wo waren die Kazumi eigentlich? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ach so, Team Store-Typ. Upgrades. Schon mal gehört. Das nächste Mal drückt man nicht auf Andocken, sondern auf Abdocken. Gibt's natürlich nicht, deswegen habe ich auf Andocken geklickt. Kazumi helfen. Ne, wir helfen Kazumi jetzt erstmal nicht.
So, wir könnten Warlord rekrutieren oder die Gefangene rekrutieren. Das ist alles Space machbar. Omega. Das wäre schon wieder alles auf 100% bringen. Aber wir gehen erstmal zum. So. Landen. So. Zufügen. Nehmen wir dir aufs Schwein mit deinem Scheiß. Kass. Wir machen mal hier eine Mädelsgruppe. Anrik. Also Mordisch. Geht nicht. Zumi. Keine Ahnung, ob O'Keefe freiwillig auf diesem Planeten ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Euer Ziel ist Perfektion. Befehle über Lautsprecher verkünden? Reizend. Bleiben Sie konzentriert. Wir suchen einen Krogana-Warlord. Bleiben Sie konzentriert. Suchen einen Krogana-Warlord. Angeheuert zu werden ist nur der Anfang. Sie alle müssen sich Ihren Platz in der Armee erst verdienen. Das wollte ich gerade sagen. Wow. Ein Sternzerstörer. Oh, Migranten für das ist ein bisschen Schrottplanet, ne? Rexus Prime. Suchen den Jedi-Tempel. Ist er das? Beobachtungsposten voraus. Und sie sind auf uns vorbereitet. Verdammt, habe die Schilde verloren. Oh. Schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel, aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedor hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Krogane sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Krogana-Pack. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen, verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe... Hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jildor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Haben Sie O'Keefe gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Krogane rauskommen. Ich habe hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Was hat Jedor mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Wird Jedors Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten.
Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Na, läuft doch. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Ihm Angst zu machen, war ein hübscher Gedanke. Dachte ich mir auch. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jedi. Ausbildung ist Teil Ihres Vertrags. Wenn Sie versagen, wird er aufgelöst. In jeglicher Hinsicht. Feind voraus! Vorsicht! Er sollte sich gleich so nehmen. Guter Schuss! Ist geil. Das Headset, Alter, das geht mir so auf den Sack gerade. Team 4, hören Sie mich? Die Kanone ist so komisch. Spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. Er ist erst eine Woche alt? Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe und bereit zum Kampf. Wenn sie ausgebildet werden müssen, wäre das keine große Verbesserung gegenüber normalen Söldnern. Gezüchtet, um zu töten. Nein, ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben. Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült. Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre. Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jedor? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es oft gehört. Wie können Sie sprechen, wenn Sie erst eine Woche alt sind? Da war ein kratzendes Geräusch in meinem Kopf und daraus wurde die Stimme. Sie hat mir beigebracht, was ich brauchen würde. Gehen, sprechen, schlagen, schießen. Dann sagte die Stimme, dass ich nicht perfekt bin und der Unterricht hörte auf. Und jetzt bin ich hier. Ihm wurde genügend beigebracht, um ihn einem Test zu unterziehen.
Aber was für einem? Ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht perfekt. Okirs Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr, aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Labor mit Kroganern. Bestimmt ein Versuch, die Genophage zu heilen. Heilmittel? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Wodurch haben Sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht. Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Vielleicht hat ihn die eine Woche Kindheit im Tank wahnsinnig gemacht, so wie der Söldner gesagt hat. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Ich habe Sarens Heilmittel zerstört. Wie kann Okir erwarten, dass diese Kroganer die Genophage ignorieren können, wenn er sie nicht heilt? Keine Ahnung. Aber es sieht ja nicht so aus, als hätte er bei diesen Kroganern besonders viel Erfolg gehabt. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Beeindruckend und gefährlich. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Sie hätten weglaufen oder sich zu den Labors zurückkämpfen können. Warum sind Sie hier geblieben? Ich warte. Die Stimme hat es gesagt. Wenn Sie kommen, kämpfe ich. Aber ich laufe nicht weg. Und ich folge niemandem. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Jo, du mach's gut. Alter Kroganer. Junger Kroganer. Und das ist Nummer 2. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein und bis dahin.